Die Theke der Ausgabestelle war zur Straße hin geöffnet. Die ältere Frau auf der anderen Seite war in einen dicken Wollpullover gekleidet und fuhr trotzdem im eisigen Novemberwind. Nick musste nicht lange warten. Nachdem er seine Marke eingelöst hatte, trat er mit einer Packung Mehl, 3 Packungen Nudeln, 2 Dosen Bohnen in Tomatensauce und 5 Äpfeln den Weg in seine Wohnung an. Während er mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken über die Pflastersteine trottete, ahnte er, wie hart er im kommenden Winter auf diesen Straßen kämpfen würde. Keiner von ihnen hatte genug, um den Winter zu überleben, falls die Nahrungslieferungen einbrachen. Auch jetzt reichte das Essen nicht, um gesund zu leben. Sein stiller Flur brachte ihn fast zum Weinen. Nie wieder würde das braune Fell knurrend auf ihn zustürmen, an ihm hochspringen und ihm die Hundefutterdose aus der Hand reißen. Nachdem er seine Nahrungsmittel in die Schränke sortiert hatte, setzte er Wasser auf. Während er trocken schmeckenden Brennnesseltee trank, dachte er nach und entschied, Thomas erneut nach dem Welpen zu fragen. Vorher würde der Junge das Amulett nicht bekommen. Nick wusste, dass das Schmuckstück Thomas Mutter gehört hatte und er es ihr zum Geburtstag wieder schenken wollte. Er hatte Ewigkeiten gebraucht, um das verlorene Schmuckstück in einem Privathaushalt im Ausland aufzuspüren, nachdem es von einem unehrlichen Finder zum nächsten gewandert war. Nick konnte nicht verstehen, warum die Familie Corporate unbedingt Urlaub in Frankreich machen musste. Heutzutage konnte man froh sein, wenn man dieses Land wieder mit der eigenen Kleidung verließ. Glücklicherweise sprach er fließend Französisch und wusste, wie er sich verteidigen konnte. Die Pflastersteine glänzten feucht, als Nick wieder durch die Straßen wanderte. Sein olivgrüner Wintermantel schützte ihn vor der nebeligen Novemberluft. Der Kaffeegeruch in der Nähe von Engels Stüble wurde von den Wassertröpfchen absorbiert. Nick trug keine Maske, bis er sein Ziel erreichte, um die frische Luft voll auszukosten. Wieder öffnete er die Tür mit dem Ärmel und ging zielstrebig zu der Tübenbuntglastür. Die Rattenfallen waren alle versteckt im Café verteilt, um die Gäste nicht zu verschrecken. Vergebliche Mühe. Jeder hier wusste von den Ratten. Thomas war in der Küche, denn er half, Geschirr zu spülen. Thomas, ich muss mit dir sprechen. Alle im Raum schraken zusammen, weil sie Nick nicht eintreten gehört hatten. Er lachte schüchtern und begrüßte alle. Der Koch bot ihm einen Kaffee an, den er dankend ablehnte. Thomas ging sichtlich nervös mit ihm in den Nebenraum. Mein Vater meint, er kann dir keinen Welpen geben, aber er hat angeboten, dir 800 statt den 700 zu geben, die du wolltest. Ihm tut es auch leid, was mit der süßen Annabelle passiert ist. Nick spielte wieder mit dem zerfledderten Radiergummi in seiner Tasche. Wie viel kostet so ein Welpe? 3000. Wir dürfen sie nicht mehr billiger abgeben. Schutzgebühr und so. Außerdem sind Wolfsspitze sehr selten. Na gut, wann kannst du mir das Geld geben? Wenn Nick recht darüber nachdachte, wollte er sich sowieso wieder in Eurasia holen. Er schätzte die ruhige Art dieser Tiere. Wolfsspitze hingegen neigten zum Kläffen. Du kannst es bei uns abholen. Darf ich das Amulett nochmal sehen? Ob es auch das Richtige ist? Nick zog es aus der Tasche und öffnete es, sodass Thomas den Inhalt sehen konnte. Klar ist es das Richtige. Das Foto deines Vaters ist noch da drin. Danke, das bedeutet uns viel. Willst du mit mir nach Hause kommen? In einer halben Stunde habe ich Feierabend. Ja. Nick folgte dem Klassenkameraden seines Neffen bis zu dessen Haus und holte sich das versprochene Geld von dessen Vater ab. Jim Corporate war ein selbstsicherer, aber nicht sehr breit gebauter Mann um die 50. Beide Männer gaben sich die Hände und vereinbarten Stillschweigen über ihr kleines Abkommen. Keiner von ihnen wollte erklären,
wie und warum das Amulett zu der Familie zurückgefunden hatte. Nick vermisste Annabels Wärme auf seinen Füßen, während er im Bett lag. Gedankenverloren fuhr er mit den Fingern über das Halsband. Die Hundemarken klirrten und erinnerten ihn an das Geräusch, das er jedes Mal gehört hatte, wenn sie sich bewegte. Der Briefkasten war leer geblieben. Morgen früh musste er bei dem Tierarzt auf der Matte stehen und ihm wegen der Bescheinigung Druck machen. Das eben erhaltene Geld reichte nicht einmal zur Hälfte, um dieses ungerechtfertigte Bußgeld zu bezahlen. Nick fragte sich, weshalb sein Hund überhaupt ein zweites Mal getestet wurde. Passierte das öfter? Wer hatte die Kontrolle veranlasst? Die nächste Woche wurde zum metaphorischen Winter in Nicks Leben. Es schneite tagelang wenige zarte Flocken. Was nicht hereinschneite, war der Brief des Tierarztes, obwohl Nick erneut in der Praxis vorsprach. Herr Losang versprach, die Bescheinigung zu schicken. Ein Anruf beim Veterinäramt verschaffte etwas Zeit. Nick versprach, die Nachweise zu erbringen und den Laden bis dahin geschlossen zu halten. Gegen Nachmittag sah er den alten Mann, der den ersten Brief vorbeigebracht hatte, auf der Straße vorbeispazieren. Auch am nächsten Abend war kein Brief des Tierarztes eingetroffen. Als Nick deshalb die Tierarztpraxis aufsuchte, wurde er nicht durchgelassen. Die Sekretärin behauptete, es würde zurzeit kein Besuch mehr empfangen. Wieder wurde Nick zu der rätselhaften Gestalt in olivgrünem Mantel, die am späten Nachmittag durch die kalten Straßen schlich. Die meisten Menschen in der kleinen Stadt kannten ihn nicht gut. Scheu wichen sie ihm aus und warfen begehrliche Blicke auf den warmen Mantel. Er brachte sich auf den neuesten Stand und folgte Verena Lockwood zu ihrem Wohnort am Stadtrand. Sie hatte ein großes Haus gekauft, in dem sie alleine wohnte. Die Gartenarbeit teilte sie sich mit einer älteren Frau, die seit 30 Jahren in einem Häuschen in der Nähe lebte. Herr Lausang wohnte noch mit seinem Sohn in einer Villa, die in derselben Straße lag wie Verenas Haus. Sechs Stunden nach Sonnenuntergang schreckte Nick aus dem Schlaf auf. Der Wecker auf der Spüle klingelte. Es war 2 Uhr nachts und durch das Fenster fiel nur noch eiskaltes Mondlicht. Die Stadt schlief jetzt. Nick warf sich eine Ladung winterliches Wasser in das ausgemergelte, unrasierte Gesicht und verließ das Haus. Weiche Sohlen trugen ihn lautlos über die unebenen Pflastersteine, der grüne Mantel verbarg ihn vor neugierigen Augen. Eine Stunde eilte er durch die kalte Nacht, bis er eine große Mauer erreichte. Hinter ihr war das Dach eines großen Hauses zu sehen, Verenas Haus. Er streifte seinen Mantel ab, holte einige Gegenstände heraus und verbarg das Kleidungsstück in einem Gebüsch. Der dunkle Stoff, den er über seinen Kopf zog, verbarg Haut und Haare. Kraftvoll schwang er sich auf die Mauer. Wie eine Katze schlich er auf den Steinen entlang, bis seine geweiteten Pupillen endlich die Schemen eines weißen Steinweges erkannten. Die Sohlen seiner Schuhe federten den Aufprall ab und er kauerte sich zusammen. Kohlpflanzen. Er erkannte die Knollen und Blätter neben sich, ließ dann aber seinen Blick über den Garten streifen. Vorsichtig tastete er sich weiter, jeden Schritt darauf achtend, keine Fußspuren zu hinterlassen. Die Rollläden waren heruntergelassen und boten keine angenehme Einbruchsmöglichkeit. Eine solche Gewaltanwendung war auch gar nicht notwendig. An der Eingangstür richtete er sich auf und öffnete mit einem Schlüssel die Tür. Er besaß von jedem wichtigen Haus der Stadt eine Schlüsselkopie, eine Art Berufskrankheit. Vor seinem Umzug in die Nähe seiner Schwester war er Schlosser gewesen, bis er feststellte, dass dies das Risiko nicht wert war.
Mit einem Geschäft dieser Art war er der Erste und meist auch der Letzte, den man nach einem Einbruch verdächtigte. Die Alarmanlage wurde nicht ausgelöst. Eine Türkette hatte es auch nicht, also konnte er ungehindert hinein. Eine kleine Kerze leuchtete ihm. Die große Eingangshalle war leer und unbelebt. Man sah, dass die Tierarzthelferin noch nicht lange hier wohnte, denn unter einer Treppe stapelten sich 5 Kartons. Er schlich weiter und gelangte in die Küche, in der er dreist das Licht anschaltete. Die Rolletten waren ja geschlossen. Ohne ein schlechtes Gewissen genehmigte er sich eine Handvoll Rosinen aus Verenas Küchenschrank. Dann fand er das Arbeitszimmer. Dokumente, Bescheinigungen, Anträge und Laborwerte stapelten sich auf dem Schreibtisch. Mit geübten Fingern legte er alles genau an seinen Platz, nachdem er es gelesen oder angesehen hatte. Unvermittelt zuckte er zusammen. Im oberen Stockwerk erklang Musik, abgespielt von einem digitalen Wecker. Er huschte zum Lichtschalter und im Licht seiner kleinen Kerze bis zur Haustür. Bevor er hinaustrat, pustete er das Flämmchen aus und zog behutsam die Tür zu, während die unachtsamen Schritte der Bewohnerin das leise Scharren übertönten. Er drehte den Schlüssel herum. Geschickt und unsichtbar wie eine schwarze Katze sprang er über die Mauer, sammelte seinen Mantel ein und wurde von der winterlichen Vegetation verschluckt. Hinter dem Grundstück begann der Wald. Nick kletterte dort auf einen Baum, den er sich bereits vorher als Beobachtungsposten ausgesucht hatte. Er konnte die Hausfassade nicht sehen, aber das war auch nicht nötig. Geduldig wartete er, fest in seinen Mantel gewickelt. Es war danach so still, dass Nick das Scharren der Schuhsohlen auf dem Weg zum Eingangstor hörte. Verena trat in sein Sichtfeld. Ihre schwarze Jacke war unsichtbar, doch ihr Gesicht und helle Leinenhosen schwebten gespenstisch durch die Nacht. Ihre vergeblichen Schleichversuche wirkten, als würde ein Storchenbaby das Fliegen üben. Sie hielt eine kurze, aber schwere Stange in der Hand, die sie immer wieder aus dem Gleichgewicht brachte. Langsam öffnete sie das quietschende Tor und trat auf die Straße. Auf der anderen Straßenseite tauchte ein blasses Gesicht in einem dunklen Fenster auf. Die alte Gerda schlief schlecht und hatte Eulenaugen. Die ahnungslose Verena legte ihren Weg halb zielstrebig, halb zögerlich zurück. Manchmal sah sie sich um, ohne Nick zu bemerken, der ihr lautlos und unsichtbar folgte. Es überraschte ihn kaum, dass sie sich auf den Weg zu ihrem Arbeitgeber machte. Dort öffnete sie behutsam das Eisentor und stolperte über die Steinplatte, die seit Jahren von der Wurzel eines alten Walnussbaumes angehoben wurde. Nick kletterte auf eine Eiche in der Nähe. Obwohl er dabei ein kurzes Geräusch verursachte, sah Verena nicht zu ihm. Vielleicht dachte sie, es sei ein Vogel? Die junge Frau bog in den Garten ab und verschwand aus Nicks Sichtfeld. Er wartete geduldig, bis sie zurückkehrte. Man konnte das ummauerte Haus nicht umrunden und auch nicht hineinsehen, denn auch hier gab es Rollläden. Schließlich entdeckte sie die Balkontür und rüttelte daran. Mit ungutem Gefühl im Bauch beobachtete Nick, wie sie die mitgebrachte Stange am Türrahmen ansetzte. Die geht bestimmt auf. Die Haustür wurde leise geöffnet und 2 Männer traten heraus. Verena bemerkte sie erst, als es zu spät war. Verenas Eisenstange fiel auf die Terrasse und rollte über die Steinplatten. Die Frau sank hilflos zu Boden, als Herr Lausangs Sohn auf sie einschlug. Der Mann war etwa so alt wie Nick, aber deutlich besser genährt. Er protzte vor seinem Vater mit den Muskeln. Herr Lausang hob die Eisenstange auf. Junge, sieh, was sie mitgebracht hat. Sie hätte uns umbringen können. Er ging mit der Stange in das Haus und öffnete seinem Sohn die Balkontür. Nick blieb wie erstarrt auf dem unbequemen Baum sitzen, bis der Tierarzt und sein Sohn die Frau zu sich in das Zimmer gezogen hatten. Dann kletterte er nach unten und schlich sich näher an das Haus. Er entkam dem Blick des Sohnes nur knapp, als dieser einen Rollladen öffnete und eine Weile in die Nacht hinausstarrte, als würde er ahnen, dass dort jemand lauerte. Verenas Hilferufe drangen durch die Wand. Flackerndes, rötliches Licht fiel nach draußen, als Herr Lausang den Ofen anfeuerte und einige Kerzen anzündete. Strom war teurer als Wachs. Nick kauerte sich auf den Steinplatten des Weges zusammen, der an der Hauswand entlang lief, und lugte durch die trübe Scheibe.
Die Wände waren dünn genug, um laute Worte zu verstehen. Was hattest du vor? Wolltest du mich umbringen? Mach das diese Töle wieder lebendig? Überall schnüffelst du mir hinterher. Der Sohn schien Bescheid zu wissen, denn er nickte vor sich hin. Varenda rappelte sich etwas auf. Ihre Nase blutete stark. Du hättest auch für den anderen Hund eine negative Probe einreichen können. Warum hast du... Was soll ich gemacht haben? Du hast die Proben der Wolfsspitze gegen die negativen Abstriche dieses anderen Hundes ausgetauscht. Du mieser Betrüger. Wiederhol das noch einmal, du Bürokratenschlampe. Würdest du das der Polizei sagen? Würdest du? Es würde auch nichts nützen. Wer würde dir glauben, nachdem du die Abstriche genommen hast? Herr Corporate wird es bestätigen. Und bei der anderen Töle hat niemand etwas gesehen. Seine edlen Hunde sind in 2 Wochen wieder gesund. Von wegen tödlicher Virus. Das ist nur ein Schnupfen, der die Tölen hinrafft, die sowieso keine 10 Meter Feldweg überleben. Nick dröhnte der Kopf, als würden die Schläge ihm gelten. Er wusste, dass die Polizei Verena wirklich nicht glauben würde, wenn der Tierarzt alles so geschickt eingefädelt hatte. Außerdem würde sie vielleicht sterben, wenn er ihr nicht half. Mit seiner Schlüsselkopie öffnete er die Eingangstür und huschte in das fremde Haus. Durch die geöffnete Wohnzimmertür fiel das flackernde Licht des Feuers. Er zog seinen stählernen Dolch, durch den bereits die unehrlichen Finder des Silberamuletts den Tod gefunden hatten. Als Nick so leise aus dem Haus huschte, wie er hineingelangt war, lagen beide Männer bewegungslos auf dem Boden. Die Tierarzthelferin verlor ihn schon im Garten aus den Augen. Der Wald versteckte den schwarz gekleideten Mann wie einen alten Freund. Er trug seinen Mantel über die Schulter gelegt. Der Weg nach Hause war durch tagelange Übung in sein Gehirn eingebrannt. Er kannte jeden Baum, jede größere Wurzel. Die Blätter raschelten nicht, die Äste brachen nicht unter seinen weichen Sohlen. Niemand beobachtete ihn, als er in der Tintenschwärze der Nacht die Tür zu seiner Wohnung aufschloss. Im Licht einer Kerze reinigte er alles, das er angefasst hatte, und wusch seine Kleidung in einer alten Holzwanne. Der verzierte Dolch sah so zierlich aus wie immer. Nick ließ sich auf sein Bett sinken, als das Morgenlicht durch seine weißen Vorhänge sickerte. Onkel Nick? Onkel Nick? Onkel Nick? Klopfen an der Tür. Annabelle bellte nicht. Jemand knipste das Licht in Nicks Gehirn an. Schlagartig kamen die Erinnerungen an die letzten Stunden zurück und ließen den Einbrecher aus dem Bett springen. Was war geschehen, während er schlief? Wie viel Uhr? Kam die Polizei? Nein, nur Mike machte Lärm. Onkel Nick! Schon gut. Was ist denn los? Die Polizei verhaftet Verena. Sie hat den Tierarzt umgebracht. Ach Quatsch, echt jetzt? Ja, hast du bis jetzt geschlafen? Es war bereits Nachmittag. Mikes Schule war schon lange zu Ende. Nick zuckte mit den Schultern. Hab ja sonst nichts zu tun, ohne meinen Laden. Kommst du dann mit zugucken? Die sind noch da und räumen die Praxis aus. Etwas überrumpelt packte Nick seinen Hausschlüssel und eilte mit dem Jungen zu der Tierarztpraxis, vor der ein riesiges Polizeiaufgebot herumwuselte. Einige Beamte in Schutzkleidung reichten Ordner und andere Gegenstände nach draußen. Na toll, woher bekomme ich jetzt meine verdammte Bescheinigung? Keine Schaulustigen, bitte treten Sie zurück. Hey, wir brauchen aber noch so eine Bescheinigung von einem Tierarzt. Wo gibt's die jetzt? Fragen Sie im Nachbarort. Los, weg hier. Ich weiß aber vielleicht etwas über den Mord. Er könnte mit meinem toten Hund zusammenhängen. Entsetzt sah Mike zu seinem Onkel hoch, sagte aber nichts. Nick durfte hinter die Absperrung, während sein Neffe ungeduldig wartete. Der milde Geruch von Instant-Kaffee stieg ihm in die Nase, zusammen mit einem Moschus-Aftershave. Polizistengehälter. Name? Mein Name ist Nick Loa. Fürs Protokoll,
Mein Name ist Ulrich Tempo, bin der Kommissar hier. Warum sind Sie hier? Mir gehörte Annabelle, eine Hündin, die vor einiger Zeit hier eingeschläfert wurde. Man fand danach heraus, dass ihr Test falsch positiv war. Belasten Sie sich gerade selbst? Der Kommissar stürzte seinen Kaffee herunter, der in seinem dunklen Schnurrbart Tröpfchen bildete. Nein, lassen Sie mich doch ausreden. Tests sind manchmal falsch, das ist mir klar. Aber alles, was ich will, ist diese verdammte Bescheinigung dafür. Das Veterinäramt will mich meiner Existenz berauben, weil in ihrem System noch der positive Test steht. Herr Lausang hat die Bescheinigung schon längst ausgedruckt. Sie nehmen mir gerade die letzte Chance, meinen Laden zu retten. Jim Corporate wartet auch schon ewig auf seine Bescheinigung. Raus mit Ihnen! Ich fasse es nicht, dass es immer noch Menschen wie Sie gibt. Hier ist ein Mord geschehen und Sie machen sich Sorgen um Ihren Laden. Nur eine Sache noch. Fragen Sie Verena Lockworn, wer die Abstriche aller Hunde genommen hat. Sie war es jedenfalls nicht. 2 Tage später sagte Franz Lausang zu mir, seine Arzthelferin habe es doch getan. Aber ich denke, er lügt, weil er sie dann entlassen hätte. Außerdem reagierte er immer gereizt, wenn man ihn auf Fehler ansprach. Von wem wissen Sie das? Herr Lausang und Verena sagten es uns selbst. Mir und meinem Neffen. Mein Neffe war mit mir in der Praxis, um Annabels Halsband abzuholen. Herr Lausang versprach mir die Bescheinigung für meinen Laden, gab sie mir aber nie. Deswegen war ich jeden Tag dort, um Druck zu machen. Ich bin echt sauer deswegen. Aber ich bin noch wütender, weil er sie mir jetzt niemals geben kann. Das können Sie mir glauben. Der Kommissar stellte seinen leeren Kaffeebecher auf den Boden und stand auf. Nun, Herr Lohr, das würde ich gerne. Sie warten kurz hier, ich frage Ihren Neffen. Wie war nochmal der Name? Mike. Nick lehnte sich zurück und beobachtete die Vorgänge um die Praxis. Es herrschte rege Betriebsamkeit. An der Windschutzscheibe des Einsatzfahrzeuges baumelte ein Traumfänger, vermutlich von einem Kind gebastelt. Der Kommissar kehrte mit dem Jungen zurück und löcherte beide mit Fragen, die Nick nur teilweise ehrlich beantwortete. Er bestätigte seine Aussage schriftlich. Schließlich entließ der Polizist die beiden Zeugen nach Hause. Zwei Tage später klingelte es spätabends an der geschlossenen Ladentür. Nick legte seine Holzschnitzerei beiseite und ging nach unten. Vor der Tür stand eine junge Frau, die nervös mit ihren langen hellblonden Haaren spielte. Unter ihrer weißen Schutzmaske atmete sie stark. Hallo, Verena. Danke. Ich weiß, es gehört sich nicht wegen der Virusgefahr, aber darf ich dich umarmen? Ja, komm erst mal rein. Sie haben herausgefunden, dass Jim Corporate einen Tierarzt bestochen hat. Er war es. Er hat ihn getötet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du hast mich gerettet. Deine Aussage hat alles verändert. Das habe ich doch gern gemacht. Zum Glück gibt es noch so gute Menschen wie dich. Darf ich dich zum Essen einladen? Thank you.
Mitternacht ereignete sich ein eiskalter Mord, der sich zu einem Skandal entwickelte. Nachdem Herr Dr. Lausang und sein Sohn in ihrem Wohnzimmer ermordet aufgefunden wurden, fanden die Beamten bei dem Hundezüchter Jim C. erdrückende Beweise. Jim C. bestach den Tierarzt, um die positiven Tests auf Katzenschnupfen verschwinden zu lassen. Um die letzten Spuren zu verwischen, ermordete Jim C. den Arzt kaltblütig. Ihn erwarten nun 20 Jahre Haft ohne Bewährung. Und nun zum Wetter. Und heute Nacht ist verbreitet mit Dunkelheit zu rechnen. Wir empfehlen Ihnen deswegen...